Stefan Ruppert. Alles gut. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, was gemeint ist. Wir haben eine Aktuelle Stunde zum Thema Wahlrecht in Deutschland, weil es 80 Millionen Deutschen nicht zu erklären ist, dass die GroKo bisher nichts getan hat, um einen Bundestag, der gegebenenfalls 800, 820 oder 850 Abgeordnete groß ist, zu verhindern. Mit anderen Worten, es ist ein Unding, dass Sie es nicht schaffen, eine Drucksache in diesem Haus auf den Tisch zu legen, wo drin steht, der nächste Bundestag muss kleiner werden, und uns sagen, wie Sie das machen wollen. Jetzt höre ich aus den Reihen der CDU, CSU und der SPD, es ist so ein Zeitdruck und es ist so schwierig und es ist alles so kompliziert. Diese Ausrede zählt nicht, denn es ist richtig, Herr Lammert hat Ihnen gesagt, man muss das reformieren in der 18. WP. Herr Schäuble hat sofort in der 19. WP eine Kommission eingerichtet. Und Sie verweigern sich seit 2 Jahren jegweder Sacharbeit. Sie schicken Menschen in die Kommission, die keine Vorschläge machen, sie entweder zurückziehen oder die nicht auf eine Drucksache dieses Bundestages gekommen. Nichts tun ist Arbeitsverweigerung. Der Bundestag muss kleiner und arbeitsfähig werden. Jetzt plagt Sie scheinbar aber ein schlechtes Gewissen. Ich höre dann in der SPD, dass die Leute sagen, ja, andere Länder haben auch so große Parlamente, weil die ja eine kleinere Bevölkerung mit mehr Abgeordneten haben. Und so schlimm ist das alles gar nicht. Wir alle haben jetzt Neujahrsempfänge hinter uns und wir alle haben die Erfahrung gemacht, worauf werden wir angesprochen. Und die Leute sagen uns, wollt ihr lieber, dass eine Kleinstadt wie Kronberg in meiner Heimat zum Wahlkreis dazukommt? Oder wollt ihr lieber einen Bundestag mit 850 Abgeordneten? Und ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe lieber 830 Abgeordnete anstatt einen Wahlkreis, der um 15.000 oder 20.000 Einwohner vergrößert worden ist. Es gibt diese Menschen außerhalb dieses Segments im Deutschen Bundestag nicht. Otto Graf Lambsdorff hat einmal gesagt, wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche beauftragen. Ich finde diesen Satz, Lambsdorff hat viele gute Sätze gesagt, im Punkt auf das Parlamentsrecht falsch. Es ist unsere ureigene Aufgabe, selbst dafür zu sorgen, dass notfalls auch unsere eigenen Sitze weniger werden. Und wir haben einen Vorschlag gemacht. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der kostet den Linken einige Mandate, der kostet die SPD proportional Mandate, der kostet die Grünen, die CDU, CSU, die FDP und die AfD Mandate. Auch wenn Letzteres am erfreulichsten ist, so ist es doch ein Vorschlag, der alle gleichermaßen schrumpft. Und nur ein solcher Vorschlag, wo alle etwas beitragen, der hat Aussicht auf Erfolg, weil jede Stimme im Deutschen Bundestag muss gleich viel wert sein. Und es kann nicht sein, dass zwei Fraktionen sagen, wir wollen am Gesetzestisch das zurückgewinnen, was wir beim Wähler verloren haben, und wir besorgen uns mit einem Grabenwahlrecht trotz des schlechtesten Ergebnisses unserer Geschichte eine absolute Mehrheit der CDU/CSU. Jetzt schwirren mehrere Vorschläge im Haus rum, aber keiner hat Gesetzesantragskraft. Keiner legt irgendetwas vor. Deswegen bitten wir Sie inständig, spielen Sie nicht weiter auf Zeit. Hoffen Sie nicht, dass es vorübergeht. Und dieser Appell richtet sich zuallererst an die CSU. Denn wir alle erfahren, Herr Brinkhaus ist bereit, darüber nachzudenken. Herr Heveling, alle sind konstruktiv, aber immer sagt die CSU, nein, wir wollen nicht. Wir wollen nichts tun, was uns auch nur ein einziges Mandat kostet. Und das, liebe CSU, ist einfach nicht parlamentarisch korrekt. Wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Das ist typisch, dass die CSU an der Debatte auch nur sehr selektiv teilnimmt, weil sie die Taktik hat, wir tauchen ab. Und am Ende sind wir beunruhigt oder wir sagen, wir machen mal einen Vorschlag. Herr Frieser hat einen Vorschlag gemacht. Und wissen Sie, was mit dem Vorschlag passiert ist? Sein eigener Minister, Herr Seehofer, in dem Fall aber Herr Krings als parlamentarischer Staatssekretär, hat geschrieben, lieber Herr Frieser, Sie haben einen Vorschlag gemacht, aber Ihr Vorschlag ist verfassungswidrig. Punkt. Sätzen 6.
Das hindert Herrn Frieser, der auch nicht teilnehmen kann, nicht daran zu sagen, wir haben diesen wunderbaren Vorschlag, wir wollen den Divisor ändern, wir wollen irgendwas machen. Nein, sein eigener Minister, ich weiß nicht, in welchem Lager er steht, ob er für Söder und gegen Seehofer, das versteht man ja bei der CSU oft nicht so genau, aber jedenfalls macht er einen Vorschlag, der verfassungswidrig ist. Der Deutsche Bundestag muss arbeitsfähig, kleiner und in der nächsten Legislaturperiode 598 oder 630 Leute haben. Wir haben es auf den Tisch gelegt. Es gibt ein Gesetz. Wir könnten darüber auch so abstimmen, dass Sie die Fraktionszwänge aufheben. Dann gäbe es längst eine Mehrheit für unsere Vorhaben. Ich fordere Sie auf, hören Sie auf mit dieser weggeduckten Haltung, sondern reformieren Sie den Deutschen Bundestag. Er muss kleiner werden. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Michael Grossi-Brömer.